Hallo und herzlich willkommen, liebe Angelfreunde. In diesem Video geht es nicht ums Angeln. In diesem Video soll ich meinen Beitrag für die ins Leben gerufene Challenge zeigen. Ich gehe also mit Müllsack bewaffnet hier an den Möhnesee ans Wasser. Und was dabei herausgekommen ist, das zeige ich euch in diesem Video. So, auf geht's, nicht viel schwafeln. Ich zeige euch einfach mal zusammengeschnitten, was hier am Möhnesee so alles liegen geblieben ist. So, wir wollen es nicht verschweigen, es gibt auch Ferkel unter den Anglern. Und das sind natürlich Spuren, die wir ganz besonders beseitigen sollten. Also das ist unverkennbar, eine Madendose mit Knicklichtern, die sind also besonders ärgerlich. So ganz nebenbei, es hat auch irgendwas Gutes, ein richtig gutes Gefühl, wenn man sich an so eine Aktion mal heranbegibt und vielleicht auch noch etliche Leute mitreißen kann. Ihr seid auch gefordert. Was ich immer ganz besonders schlimm finde, wenn der Müll praktisch neben einem Mülleimer liegt. Also hier ist es eigentlich nicht nötig, seinen Müll irgendwo in der Landschaft zu entsorgen. Es ist überhaupt nicht nötig. Aber dann macht es besonders ärgerlich. So ein schöner Angelplatz. Und der Platz selber ist eigentlich sauber. Geht man in den Hintergrund, findet man doch was. Auch hier würde ich sagen, das ist kein Angler gewesen. Wenn man mal mit offenen Augen hier durch den Wald und an den Ufern entlang geht, dann kann man schon ein bisschen die Wut kriegen. Aber es tut gut, wenn man zur Sauberkeit dann auch etwas beigetragen hat. Hier ist also auch wieder Wohlstandsmüll, der nicht sein muss. Ja, auch das gibt's. Ein Ufer, das blitzblank sauber ist. Eine richtig beliebte Angelstelle hier am Möhnesee und nicht ein Fitzelchen liegt da rum. Es heißt ja immer die Angler, die Ferkel. Und ich muss sagen, hier ein ganz großes Lob an die Angler, die nämlich hier nichts, noch nicht mal eine Zigarettenkippe liegen lassen haben. Wahrscheinlich war hier jemand, der schon Müllbeutel dabei hatte. Und ich freue mich, dass ich solche Stellen jetzt hier am Möhnesee schon mehrfach gefunden habe. Es ist viel sauberer, als ich persönlich gedacht habe. Umso besser, wenn wir fremden Müll aufheben.
Ich glaube, das ist noch nicht mal eine Madendose, das ist irgendwas anderes. Was ich jetzt schon erstaunlich finde, es ist ausgesprochen wenig Anglerdreck zu finden. Ich habe gedacht, wenn ich die markanten Angelplätze hier anlaufe, dann wird tatsächlich Dreck gefunden. Aber meine Meinung über die Angler ist tatsächlich auch schlechter als die Realität hier am Ufer am Möhnesee. Ich habe erst eine Madendose finden können, was ich ausgesprochen beachtlich empfinde. Das ist definitiv kein Anglermüll. Das ist wohl eine alte Windel oder sowas ähnliches. Riesensauerei. Und ist das für euch Anglermüll? Ich glaube, hier war ein anderes Riesenferkel zugange. Auch das müssen wir natürlich einpacken. Bäh. Riesenschweinerei. Mein Beutel füllt sich viel zu langsam, viel langsamer als ich das gedacht habe. Die Angler hier am Möhnesee sind viel zu sauber. Ich mache trotzdem weiter, bis ich meinen Beutel richtig voll habe. Hat was von einem Buddelschiff. Erstaunlich, was hier überall an Glasscherben rumliegt. Das ist natürlich nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere eine richtig böse Geschichte. Ganz ehrlich, ich bin etwas platt. Auch hier ist ein sehr beliebter Angelplatz. Auch dieser Angelplatz blitzblank. Von wegen, die Angler machen hier den großen Dreck. Der Dreck liegt draußen im Zugang zum Angelplatz, aber nicht da, wo sich Angler hinsetzen. Mit etwas Glück findet er sogar Pfanddosen, da könnt ihr euch dann eine kleine Bezahlung für eure Sammelaktion auch rausholen. Die habe ich hier in den Fußraum geschmissen und alle diese Flaschen sind also das Ergebnis meiner Suchaktion hier nebenbei. Die hätten also auch noch ein bisschen zu dem vollen Müllsack beigetragen. Thank you.
So, das war mein Beitrag zur Challenge. Ich habe hier also einen ordentlichen Sack füllen können, den wir uns gemeinsam hier noch bei der Müllentsorgung ansehen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwas reingefüllt. Und ich hoffe, dass ich euch mit meiner Aktion zum Mitmachen überzeugen konnte. Alles schöner Müll. Viel Mundschutz, viel Binden und Windeln und Wohlstandsmüll wie Trinkbecher und so weiter. Das ist der zweite Becher, den ich gefunden hatte, der in meinen Augen kein Madendöschen ist, sondern irgendwas anderes. Da war für mein Empfinden irgendwas zum Essen drin. Das ist also keine typische Madendose. Der zweite Sack. Hier so Grillzubehör ist dabei, dann hier Kaffeefilter, Plastikflaschen, Schnapsflaschen und sowas. So eine riesige Pappe und nochmal Plastik. Also von Anglermüll war hier nicht wirklich viel zu finden. Erstaunlicherweise ausgesprochen wenig bis gar nichts von Anglern. Das war für mich das schönste und ausdrucksvollste Ergebnis in dieser Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich da in meinem Müllsack alles sammeln konnte. Und natürlich gehört es dazu, in einer ordentlichen Challenge auch 5 Leute direkt anzusprechen, direkt zur Teilnahme auszurufen. Und ich bin mir selbst nicht zu schade für diese Sammelaktion. Ich hoffe, ihr auch nicht. Und ich hoffe, 5 Leute, die ich hier benenne, auch nicht. Ich möchte ganz oben anstellen und bitten, ausdrücklich bitten, mitzumachen. Lieber Viktor Ehrers von Ich geh angeln, du bist der beste Kandidat für so eine Challenge, fürs Mitmachen. Ich würde mich super freuen, wenn du irgendwann während deiner Drehs dann auch mal die Viertelstunde Zeit findest, eine besonders müllige Ecke dann freizuräumen. Mein zweiter Kandidat, den ich berufen möchte, ist der liebe Maxi, auch aus Berlin. Ich habe gehört, in Berlin gibt es viele schmutzige Gewässerecken, so dass es auch dir, lieber Maxi, nicht schwerfallen wird, hier eine ordentliche Teilnahme am Video zu praktizieren. Wir kennen uns ja, du warst ja hier schon zum Guiding am Möhnesee und ich fände es super, wenn auch du zur Verbreitung mit deinem Wirkungsgrad, mit deiner Reichweite hier beitragen könntest und mitmachen würdest. Dritter Kandidat, auch jemand mit riesengroßer Reichweite, auch ganz viel am Wasser unterwegs. Das ist der liebe Hubertus Masson, für den ich ja auch schon einen Hechtkurs online gemacht habe. Und Hubertus, vielleicht schaffst du es ja auch, hier eine ordentliche Verbreitung, eine richtig große Challenge mitzumachen. Ein Müllsack voll als deinen Beitrag würde mich sehr freuen. Kleines Video, das kann auch richtig lustig sein, würde mich super freuen. Vierter Kandidat, der liebe Dietmar Isaias. Wir sehen uns regelmäßig auf Messen und letztens hat er mich auch mal angerufen, wollte einen Gefallen, den ich ihm tue und vielleicht lässt er sich ja auch dazu bewegen, hier an der Challenge teilzunehmen. Auch du, lieber Dietmar, hast ja großes Interesse daran, das Angeln zu befördern und viel Gutes für das Angeln zu tun. Und als 5. Kandidaten, ich kenne den Veit sehr gut. Veit Wilde möchte ich als 5. Kandidaten berufen. Auch der ist viel am Wasser unterwegs und ein toller Kerl, der auch ganz großes Interesse daran hat, unser Angeln richtig hochzuhalten. Ich würde mich freuen, wenn diese 5 Kandidaten an dieser Challenge ordentlich teilnehmen und entsprechend dann für eine Verbreitung dann sorgen. Und alle diejenigen, die ich jetzt nicht aufgerufen habe, sind trotzdem dazu aufgerufen, mitzumachen.
Ihr dürft, wenn ihr ein schönes Video bzw. einen vollen Müllsack gesammelt habt, natürlich dann auch wieder 5 Leute berufen, sodass wir eine richtig schöne, große Aktion hier ins Leben rufen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Teilen, weitersagen ist auch hier erwünscht. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht's wieder ums Angeln. Bis dann, euer Uli Bayer.